Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Ja. Ich habe jetzt eben ein kleines Bäuerchen gemacht. Und ja, wir hatten auch bisschen weiter am Turm weitergebaut, bisschen Holz gefällt und so gegen Thrombosen Jonas gekämpft und so in den letzten Folgen. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, guckt euch das mal an. War schon ein bisschen spannend, aber auch ein bisschen zu kurz. Aber hat schon Bock gemacht. Und wir sind auch schon bald mit dem Bauen da hinten fertig. Ist ja nicht mehr viele Baumstämme, nicht mehr viele Stöcker. So, Knochen müssen wir noch einlagern. Oh, haben wir nichts mehr. Okay, dann können wir schon mal wieder runter. So ist ja auch früher morgen, das heißt, wir müssen erstmal noch was trinken. Nächste wird wir machen den mit Kassette hier. Ja, wir müssen mal die anderen Kassetten suchen gehen. Und Bock irgendwie auch mal andere Musik zu hören, außer nur die drei, die wir haben. Dö, 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 dö. Ist halt dann nur die Frage, wo finden wir die? Ja, sobald wir den Turm da und das bisschen fertig gebaut haben, also die Stöcke und die 107, also die 80 Stöcke und die 127 Baumstämme, gehen wir eh noch ein bisschen spazieren. Wer weiß, vielleicht finden wir dann noch welche. So, die Nase juckt wieder. Na, wir gehen da hin. Gehört. Das ist doch immer gefährlich, wenn man hier im Wald die Musik abspielt. Das war gefährlich.
Den schnappen wir uns eben. Wo ist mein Wagen? Die Steine hätten wir auch schon einlagern sollen. Ich hab nur die Knochen. Hallo. Geil, und es regnet wieder. Baumstämme liegen hier jetzt keine mehr, also locker wieder zurück. Und für die Leute, die sich beschweren, dass ich hier nur am Bauen bin, es tut mir leid. Tut mir wirklich leid, dass ich nur 1 Million Baufolgen mache. Und dann vielleicht so 2, 3 Erkundungsfolgen. Dieses Spiel befriedigt einfach nur meinen Bautrieb. Und ich spiele so gerne, richtig, richtig gerne so Spiele, wo man bauen kann. Deswegen tut mir das auch leid, aber... Bei wem kriegt im Let's Play solche geilen Bauwerke? Solche Monstrositäten. Ich glaube, selbst Gronkh hat in seinen Let's Plays nicht mal solche Bauwerke gemacht. Und der ist schon größenwahnsinnig, was im Bauen angeht. Und der fällt nicht dahin, wo ich den haben wollte. Wieder einer geflogen. So, jetzt Stöcker. Echt, aber ich werde die Gegend dann vermissen, wenn wir hier irgendwann mal abhauen von. Aber ich glaube, bevor wir hier abbauen und umziehen, bauen wir uns, glaube ich, erstmal so ein Hausboot. Dass wir dann auch unterwegs wohnen können, speichern können und so. Schnappen wir uns mal die 3 großen da.
Habt ihr noch ein... Ne, schade. Ja, ich gehe es wieder. Ein großer. Ich nehme mir meinen Wagen weg. Was Stöcke angeht, sind wir wieder gut bestückt. Sind wir wieder voll. Kann es sein, dass die Ureinwohner hier immer seltener vorbeikommen? Weißt noch, die waren hier mal fast jeden Tag da. Und jetzt kommen die so gut wie gar nicht mehr. Vielleicht haben die auch gecheckt, hier dieser Teil der Insel gehört denen nicht mehr. Und die müssen dann wahrscheinlich hier kämpfen und so, um, diese Gebiete halt einfach wieder zurückzubekommen oder so. So, wir gehen auch wieder dahin. Darüber. Wir schnappen uns wieder mal 3 Bäume. Schnappen uns den. Und die beiden hier. Ja, wo ist der hingefallen? Achso. Ich habe mich jetzt wegen der Möwe dahin erschrocken. Hier geblieben? So. Cool. Liegt hier noch ein Baumstamm? Irgendwo? Nö. Die Ausdauer ist wieder voll am Arsch. Das heißt, wir müssen wieder uns was zu essen machen. Ist das noch essbar oder ist essbar? Nicht mehr frisch, also kann es sein, dass der uns bald verdirbt. Oh, da sind sie wieder. Wir haben gerade noch über die gesprochen. Da kommen die einfach an meinen Karren vorbei. In dem Moment, wo die kommen, war ich ja schon hier. Unglaublich. Hätte schon Bock gehabt, ein bisschen wieder Knochen zu sammeln. Ja, war auch irgendwie jetzt ein lustiger Zufall.
Aber egal. Jetzt geht es erstmal darum, den Turm da fertig zu haben und die Festung. Und die letzten beiden. Geil, haben wir wieder alles voll. Bin richtig stolz darauf. So, wir machen mal. Hatten wir den hier schon? Den hatten wir auch schon lange nicht mehr. Glaube ich. Ja, den hatten wir schon lange nicht mehr gehört. Boah, ich müsste mir mal Songtexte dazu überlegen. Ja, zum Thema Rap passen. Rap halt schon. Through the Forest. Und ja, Rap werden wir hier auch noch let's playen. Kann euch zwar noch nicht sagen, wann. Aber ich glaube nicht mehr, dass es noch im Jahr 2022 passieren wird. 2023 wohl eher. Nur die Frage ist, ob Raph dann parallel zu The Forest, nicht zu The Forest, sondern Sons of the Forest laufen wird. Denn Sons of the Forest werde ich versuchen, so, so nah am Release wie es geht zu spielen, zu Let's Play. Und ich habe aber auch nicht vor, so dass dann drei Projekte gleichzeitig parallel bei mir laufen. Denn nebenher läuft ja noch bei mir hier die komplette Elder Scrolls Saga, angefangen von Arena. Danach kommt ja dann Daggerfall und dann so Battlespire, Redguard. Dann fangen wir mit Morrowind an, Oblivion mit den DLCs. Und dann zu guter Letzt Skyrim. Und wer weiß, vielleicht kommt dann auch zum Ende von Skyrim direkt auf Elder Scrolls 6 raus. Haben wir uns mit Schlamm bedeckt. Interessant. Ja, und vielleicht zum Ende von meinem Skyrim Let's Play mit den DLCs ja auch. Vielleicht ist da schon dann Elder Scrolls 6 raus. Vermutlich, ich glaube, wir vermuten alle, dass in Hammerfell stattfindet. Vielleicht Hammerfell und hier Hochfels. So wie in Daggerfall damals. Nur halt, dass auch die moderne Grafik halt dann so angepasst ist. Hoffen wir alle, glaube ich, oder vermuten wir alle, glaube ich. Aber dann bin ich auch gespannt, wie lange Bethesda dann brauchen wird, so um hier wegen Elder Scrolls 7, 8, 9 und so weiter. Ob die für Somerset, für Valenwood, für Elsewhere und Blackmarsh
auch noch quasi ein eigenes Spiel machen jeweils? Ich vermute schon. Oder ob die dann direkt nach Elder Scrolls 6 den kompletten Kontinent Tamriel begehbar machen. Das ist hier jetzt auch die Frage. Oder vielleicht den kompletten Planeten Nieren. Das wäre auch interessant. Stellt euch vor, ihr könntet einfach mal nach Akavir rüberfahren. Einfach, ihr steigt mit auf ein Schiff oder auf ein Boot oder sowas. Ich glaube wohl eher Schiff, aber... Und dann schippert ihr von Tamriel, sagen wir mal so von der Kaiserstadt aus. Erstmal Richtung, wie heißen diese Inseln da, die zwischen Akavir und Tamriel liegen? Boah, weiß ich jetzt auch nicht. Aber schippert erstmal so immer von der Insel zur nächsten und so. Und dann schippert ihr weiter nach Akavir. Da wo diese Schlangenmenschen und was weiß ich, ich glaube Affenmenschen gab es da auch noch. Tigermenschen. Ein Tigermenschen hatten wir ja, glaube ich, in Morrowind mal begegnet. Ja, Morrowind muss ich aber auch sagen. Ich habe das mal als Kind gezockt gehabt. War nie die Story verstanden. Aber ich habe es damals gezockt. Und ich bin ja den Tigermenschen da schon mal begegnet. Ich habe nur vergessen, wie die Rasse hieß. Warte mal. Jo. Haben wir die komplette Knochenrüstung da schon mal hingesetzt. So, wir schlafen dann mal. Und ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.